Wir haben zwei Hauptbereiche. Das eine ist eben die Biologie. Das heißt, in der Biologie wollen wir untersuchen, wie wirken die unterschiedlichen Strahlenarten auf die Zellen. Das heißt, wir wollen da in diesem Bereich die gewünschte Wirkung dieser Strahlenarten verbessern und umgekehrt die negativen Auswirkungen dieser Strahlenarten, die unerwünschten Auswirkungen, die wollen wir natürlich reduzieren. Und dann gibt es natürlich auch einen großen Bereich der Physik. Da gibt es zum einen den Teil der medizinischen Strahlenphysik, die ist auch eben näher an der medizinischen Anwendung. Da geht es darum, die ganze Bestrahlungsplanung, die Positionierung des Patienten, die Überprüfung des Patienten, dass man die Risikogebiete eben besser einzeichnen kann. Und dann gibt es aber auch noch den Teil der eher klassischen Physik, wo man eben Detektorentwicklungen machen kann, wo man dann vielleicht auch Detektoren entwickeln kann, die man für andere Experimente an anderen Beschleunigern einsetzen kann.